Hallo ihr Lieben, in meinem heutigen Video zeige ich euch, wie ihr dieses wunderschöne und ganz einfache Muster häkeln könnt. Und zwar ist das diese verdrehte, feste Masche. Dieses Muster wird in Runden gehäkelt, also ein tolles Muster für Stirnbänder, Mützen, was auch immer ihr daraus machen möchtet, zum Beispiel einen Loopschal. Und es ist wirklich ganz, ganz einfach. So sieht das Muster aus. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Und wie genau das Ganze funktioniert und was wir benötigen, das zeige ich euch jetzt. Ich häkel heute mit einer 10 mm Häkelnadel. Ihr benötigt auch eine Schere, eine Nadel, um die Fäden zu vernähen. Und ich häkel heute mit dieser Katupu Home Decor Wolle. Und zwar ist das so eine schöne dicke Wolle. Ich habe mich so für so einen zarten Ton entschieden. Die gibt es in ganz vielen tollen Farben. Und die besteht aus 70% Baumwolle und 30% Polyamid. Ihr könnt natürlich jede Wolle nehmen, die ihr möchtet. Das Muster wirkt halt richtig toll in einer dickeren Wolle. Und deshalb habe ich mich für Heli entschieden. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr das Ganze häkelt. Wir beginnen mit einer Luftmaschenkette. Und zwar machen wir eine Schlaufe, gehen mit der Nadel hinein, holen uns den Faden und ziehen durch. Wir holen uns den Faden und ziehen durch. Und das wiederholt ihr jetzt, bis ihr eure gewünschte Länge erreicht habt. Und dadurch, dass wir in Runden häkeln, zeige ich euch jetzt einen Trick, dass sich das Ganze nicht verdreht. Also ich habe jetzt hier ein paar Luftmaschen gehäkelt und ich gehe jetzt einfach in diese allererste Masche hier hinein. Einfach nur rein, hole mir jetzt wieder die Schlaufe auf die Nadel und häkel meine Luftmaschen einfach weiter. Wie gesagt, bis ihr dann die gewünschte Länge für euer Projekt erreicht habt. Und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Wenn ihr dann die gewünschte Länge erreicht habt, holen wir uns einfach den Faden, ziehen durch. Und gehen jetzt einfach nur durch die erste Schlaufe durch. Und somit schließen wir das Ganze zur Runde. Es ist nicht verdreht. Und jetzt können wir einfach mit unserem Muster fortfahren. Für das Muster beginnen wir mit einer Luftmasche. In diese allererste Masche hier hinein häkeln wir jetzt unsere erste feste Masche. Nur diese Masche wird ein bisschen anders gehäkelt, wie ihr es halt kennt. Also wir gehen mit der Nadel hinein und normalerweise würden wir uns den Faden jetzt hier nehmen und hochziehen und die feste Masche fertig häkeln. Was wir jetzt aber machen, wir verdrehen die feste Masche. Also gehen wir jetzt mit der Nadel rein, gehen jetzt mit der Nadel von oben und greifen uns jetzt die Wolle und ziehen hoch. Und ihr seht, hiermit verdreht sich jetzt diese feste Masche. Wir holen uns den Faden und gehen durch beide Schlaufen durch. Wir gehen in die nächste Masche, wieder einfach hinein. Ihr könnt den Faden mit dem Finger ein bisschen nach unten ziehen. Und jetzt gehen wir mit der Nadel von oben nach unten. Ziehen hoch. Ihr seht, das Ganze verdreht sich ein bisschen. Und wir häkeln die feste Masche fertig. Und das ist das ganze Muster. Wir gehen in die nächste Masche, wieder von oben nach unten, ziehen den Faden durch. Das Ganze dreht sich hier und wir beenden unsere feste Masche. Und das wird jetzt einfach nur wiederholt, bis ihr in eurer letzten Masche angekommen seid. Ich zeige es euch nochmal. Also, wir gehen in die nächste Masche hinein. Von oben holen wir uns den Faden. Also nicht von unten, sondern von oben. Holen den Faden hoch und beenden unsere feste Masche. Ich mache das jetzt hier die ganze Runde entlang. Und dann zeige ich euch gleich, wie wir die erste Runde beenden. Das Ganze jetzt drumherum gehäkelt, bin jetzt in meiner letzten Masche angekommen
Und hier ist unsere allererste Masche, die wir gehäkelt haben. Hier oben gehen wir jetzt ganz normal hinein und häkeln eine Kettmasche, um das Ganze wieder zu verbinden. So sieht die erste Runde jetzt aus. Und ich zeige euch jetzt nochmal, wie ihr die zweite Runde beginnt und alle weiteren. Also, wir häkeln eine Luftmasche. Wir gehen jetzt wieder in diese allererste Masche hier hinein, holen uns wieder den Faden von, also die Nadel kommt nach oben, der Faden liegt unten auf, wir nehmen uns den Faden, ziehen hoch und beenden unsere feste Masche. Wir gehen wieder in die nächste Masche, die Nadel nach oben, holen uns den Faden von unten, ziehen hoch und beenden die feste Masche. Und ihr seht, das Ganze verdreht sich und das ist das ganze Muster. Also, wir gehen in die nächste Masche, holen uns den Faden von unten, also die Nadel liegt oben auf, ziehen hoch und durch beide Schlaufen durch. Und das wird jetzt einfach wieder die ganze Runde wiederholt. Dann zeige ich euch nochmal, wie ihr die Runde hier beendet. Also ihr seht, das ist alles nur Übungssache. Es ist am Anfang ein bisschen ungewohnt, aber wenn ihr den Dreh einmal raus habt, geht das von ganz allein. Also Nadel nach oben, wir holen uns den Faden und gehen durch beide Schlaufen durch. In die nächste Masche und das wiederholen wir einfach die ganze Runde. Hier bin ich jetzt wieder in der letzten Masche angekommen und das Ganze hier zu beenden, gehe ich wieder in diese allererste Masche durch die beiden Schlaufen hier oben durch und häkel eine Kettmasche. Und so sieht das Muster aus. Ihr könnt es hier richtig gut erkennen, dass das Ganze sich verdreht und aussieht wie ein X. Und das wird jetzt einfach nur wiederholt. Also eine Luftmasche am Anfang jeder Runde. Wir gehen in diese allererste Masche rein, Nadel nach oben, Faden von unten nehmen, hochziehen und durch beide Schlaufen durch. Und das ist das ganze Muster. Ich werde jetzt noch ein paar weitere Reihen häkeln und dann zeige ich euch dann gleich, wie das Muster aussieht, wenn ihr dann mehrere Reihen fertig gehäkelt habt. Also ihr seht, es ist wirklich ganz, ganz einfach. Und ich häkle jetzt noch ein paar rein und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Ich habe das Ganze jetzt weiter gehäkelt und so sieht das Muster jetzt aus. Also wirklich ein ganz, ganz tolles und einfaches Muster. Und wenn ihr dann eure gewünschte Höhe von eurem Projekt erreicht habt, häkelt ihr dann die Kettmasche, um die Runde zu verbinden. Eine Luftmasche zieht das Ganze fest, holt euch den Faden, schneidet den ab, holt euch die Nadel, zieht durch und zieht fest. Und jetzt müssen wir nur noch die Fäden vernähen und wir sind fertig. Die Fäden sind vernäht und wir sind fertig. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit mir heute, dieses tolle und einfache Muster zu häkeln. Ich freue mich wieder sehr über eure Kommentare, über eure fertigen Projekte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt noch einen ganz tollen Tag und vor allem viel Spaß beim Häkeln. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.